So Leute, jetzt bin ich endlich wieder für euch da. Nachdem ich gestern die Teamkämpfe nur ohne Kommentar aufnehmen konnte, es war wirklich so stressig. Meine Freundin war da, wir waren in Belantis. Übrigens schöner Freizeitpark, wirklich sehr schöner. Hurakan, die neue Achterbahn. 1A, 90 Grad nach oben und 97 Grad nach unten, 33 Meter Höhe. Vom Feinsten, vor allem, wenn man nicht in den Ferien geht, sondern schön, wenn nicht überall Ferien sind, gerade nicht in Sachsen, ne? Man geht da hin, man muss nirgends wo anstehen. Das ist so geil. Ich bin 11-mal Hurakan gefahren, die neueste Attraktion überhaupt in Belantis. Ich bin 10-mal mit so einem rotierenden Fass gefahren und alles super perfekt. Im Gegensatz zum Heidepark, wo ich letztes Jahr war in Hamburg. Da bin ich mitten in den Ferien gegangen, da musste ich bei jeder Attraktion, Kolossos oder wo ich auch war, mindestens eine halbe Stunde. So, und wie gesagt, da musste ich an jeder Attraktion eine anderthalbe Stunde anstehen. Und in meinem ganzen, ich hatte glaube ich 7 Stunden Zeit oder so, genauso viel Zeit, wie ich gerade in Belantis hatte, habe ich genau 4 oder 5 Attraktionen gefahren und das jeweils nur einmal. Also, das ist schon ein Unterschied, wenn man da eine Top-Achterbahn 11-mal hintereinander fahren kann oder. Ja, na gut. Weiter mit dem Teamkampf von heute gegen die Heroes of Disaster auf Server 3. Schauen wir uns gleich mal an. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass gestern ohne Kommentar war. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich beide Teamkämpfe aufgenommen habe. Irgendwie gab es da kurzzeitig Probleme. Da muss ich nochmal gucken, aber wenn einer fehlen sollte, es tut mir wirklich sehr leid, aber manchmal geht einfach Real Life vor. So, also. Nach 2 Minuten Gerede jetzt der Teamkampf. Impi gegen HH der Welt. Nachdem er gerade schon jemanden besiegt hat, sehr schön, wird er jetzt besiegt von HH der Welt. Jetzt kommt die Stadi. Stadi gegen Gamer 1, 2, 3. Sehr schön. Und es geht schon weiter mit Super Hero 2012. Genau, ich habe den Server 3 Teamkampf, glaube ich, leider nicht aufgenommen gestern. Denn mir ist heute Morgen 11:45 eingefallen, dass ich den noch aufnehmen hätte müssen. Nee, ich glaube sogar 11:55 oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, scheiße. Ich muss mich auch noch anmelden. Und deswegen habe ich es leider nicht gepackt. Ich dachte mir dann so, ja, mit Überspringen wäre es vielleicht gegangen, aber. Also den dürfte ich nicht haben, das tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dafür ist heute der Teamkampf da. Und ich hoffe, ich werde die dann gleich noch alle hochladen. Ansonsten bitte ich um Entschuldigung. So, Krui gegen X-Plex. Wollen wir doch mal die Trophäenverteilung sehen. Also wir haben 5 Trophäen. Kann ich von ausgehen. Und Heroes of Disaster haben eine Trophäe. 10% sind von 9.900. Ich weiß nicht. PlayStation für uns an Bord. Schauen wir jetzt gleich nochmal. 9.100, das wären 920. Ja, dürfte eine Trophäe sein. PlayStation gegen Eat My Shorts. Nee, danke. Brauche ich nicht. So, PlayStation hat hier zu kämpfen, aber schade, das war Luck von Eat My Shorts, aber Oily wird sie jetzt besiegen und dafür kommt jetzt EG2 in den Kampf. Und wird mal zeigen, wo der Hase langläuft. Chuck. Und Chuck. Da war ich da aus, da war ich da aus, aber Oily wird. Da war ich da nochmal aus. Oily, jetzt mach keinen Scheiß. Dreimal hintereinander ausgewichen. Das war nicht schlecht. Nur noch ein Vorsprung. Momi besiegt EG2, das war klar. Jetzt kommt Kim Jong-un in den Kampf für die Heroes of Disaster gegen uns, die Hardcore-Heroes. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angekränkelt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Der Schnupfen ist schon nicht mehr so schlimm. Ich kann wieder normal reden, aber der Husten, der nervt jetzt. Nun gut, Chillflow gegen Wumpy. 2 wieder Vorsprung. Hat Schilflo schon die ganze Zeit eine Brille? Weiß ich gar nicht. Sieht so unnormal aus, sag ich mal.
So, Chillflow besiegt Vampi und jetzt kommt Debbie O. Debbie O, yeah, das klingt geil. Debbie O gegen Chillflow in den Kampf und wird Debbie O besiegen. Sehr schöner Move von Chillflow, aber jetzt gegen Darmschlinge. Haut er nochmal einen Crit raus, aber jetzt muss er das Feld weichen und ich, Super Fabi, komme in den Ring. Gegen Darmschlinge. Sie dürfte kein Problem darstellen. Schöner Crit von mir. Und jetzt The Viper 2012 wird wahrscheinlich nicht für mich machbar sein. Aber Snake. Snake kommt jetzt und wird ihn hoffentlich das Fürchten lernen. Lehren oder lernen? Lehren. Snake, komm. Hol doch mal alles aus dir raus. Schade. Da hat er doch noch besiegt. Manunera, jetzt unser neuer, im Ring gegen Sony Pro. Sony Pros! Den kennen wir doch woher. Letztens noch für uns gekämpft, jetzt gleich für unsere Gegner. Ich möchte ihm da ja nichts unterstellen, ne? Ach nein, das war glaube ich sogar Angriff. Angriff, also haben wir ihn angegriffen. Na dann, wollen wir uns doch mal vernünftig. Mann, sorry, ich habe glaube ich gerade auf Pause gedrückt, weil mein Elternteil in mein Zimmer kam. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel verpasst. Mr. Know-it-all jetzt gegen den Levante. Sieht auch nicht gut aus. Also, es könnte noch ein knapper Kampf werden. Blubby jetzt hat sich auch umgezogen gegen den Levante und wird ihn jetzt mal genau aus dem Ring kicken. Drist. Drist gegen Blubby. Schöner Crit von Blubby. Schöner Crit von Drist, schöner Crit von Blubby, kein Crit von Drist. Tja, so läuft das. Blubby ist immer einen Schritt voraus. So, jetzt kommt Skyline 258 für uns und wird Drist das Fürchten lehren. Jetzt kommt Elvira für die Heroes of Disaster oder Disaster Heroes. So, Skyline. Ich hatte den zweiten Mal ausgewichen. Aber jetzt hat er mal wieder. Hat. Er ist sie mal wieder getroffen. Schöner Crit. Nein, doch kein Crit. Ausgewichen. Ah. Es könnte noch spannend werden. Ein spannender Kampf. Oh, sie weicht aus, ey. Das gibt's nicht. Viermal hintereinander. Falling Down jetzt gegen Elvira. Sie hat ja noch schlechtere Stats, ey. Kritisch getroffen, aber jetzt ist Elvira weg. Jetzt kommt Solin. Solin. So. Solin jetzt im Kampf. Gegen Fallen Down für uns. Und Bobby wird ihm da zum Verhängnis. Jetzt kommt T-Bone. T-Bone gegen Bobby. Aber Bobby wird es nicht packen, hier unsere Ehre zu verteidigen. Aber egal, wir haben ja noch 2, 4, 7 weitere Kämpfer. Leos, jetzt einer davon. Beim Panzerfahrer für die Heroes of Disaster werden wir sehen, ob sie den Kampf aufgenommen haben und Melonen aufgeladen haben. Jetzt erstmal Keksi für uns im Ring. Wird T-Bone hier jetzt besiegen? Oh! Jetzt aber, genau. Und jetzt Panzerfahrer, haben sie aufgeladen? Ja! Das könnte sehr spannend werden. Also sie haben die Melonen aufgeladen. Sie nehmen diese Kampfansage an. Und werden uns hier wahrscheinlich noch Kummer bereiten. Phinixas für uns gegen Panzerfahrer. Ah, den haben wir jetzt ganz locker gekillt, ohne Melone, weil erst Blackbank 2 hat wieder eine Melone. Uff, X12BX Unknown. Und jetzt Blackbank 2 trifft mit der Melone voll ins Schwarze. Und wird hier X12BX Unknown schön besiegen. Schade. Aber jetzt, ja, sehr gut. Und jetzt wird die Melone direkt auf 400 HP. So muss das sein. Delphi für uns mit der Tarnkappe als Hut. Schön die Melone komplett getroffen. Das dürfte nicht mehr nehmbar sein für Heroes of Disaster von uns. Oder etwa doch? Dreimal ausgewichen. Der hat aber auch das Glück gepachtet, ey. Und jetzt noch ein kritischen.
Jetzt kommt unsere Melone nur auf 900. Es könnte noch Wow! spannend werden, meine lieben Zuschauer. Oh la la, für uns gegen Damarus. Ui, ui, die weichen aus, ey. Ach du Scheiße. Oh, ich sehe es schon kommen, dass die Melone von Ego ist auf einen sehr geschwächten Damarus kommt. Ja, das war klar. Es war klar. Und die Container Lily, die Melone von ihr trifft direkt ins Face von Ego ist und damit haben wir diesen Kampf verloren. Leider, leider, leider. Vielleicht ist die Mu-Trophäe weg. Kampf verloren, Heroes of Disaster, 990 Ehre geklaut. Und welche Trophäe? Welche Trophäe? Eine Trainingstrophäe. Gibt's das denn? Egal. Okay, wir sehen uns. Ciao.